Einen wunderschönen guten Tag hier aus Zolda. Heute ist schon der dritte Tag in Folge. Die letzten zwei Tage habe ich nicht viel gefilmt. Liegt einfach daran, dass jede Menge zu tun war und ja, ich ein bisschen mich zurechtfinden musste auf der Strecke. Weil es ist gar nicht so einfach, hier an die ganzen Spots zu kommen. Man muss ein bisschen durch den Wald, man muss ein bisschen wandern, aber es lohnt sich im Endeffekt. Es ist eine mega nice Strecke. Geiles Wetter, wir haben 20 Grad, wenn nicht sogar so drüber. Ich nehme euch jetzt mal mit und wir produzieren ein bisschen geilen Content. Also. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde ungefähr, bis wir an der Boxeneinfahrt sein müssen. Aber das Problem eines Fotografen ist es, sobald man an der Strecke lang geht und gute Spots sieht, bleibt man einfach hängen. Wir sind jetzt ungefähr 300 Meter weit gekommen. Gucken, ob wir es schaffen in einer halben Stunde. Oder Tom? Nein. Nein? Wir schaffen es nicht. Schaffen wir nicht. Okay. Ja, ich glaube auch nicht dran, aber versuchen kann man es ja mal. Wir geben nicht auf. Geben nicht auf. Sollte jetzt auch keiner kommen, ne, eigentlich. Oder? Hier ist sehr viel Natur. Man kommt sich hier vor wie ein Wanderer. Aber wir sind an der Rennstrecke. So, Tom ist jetzt schon vorgegangen. Wir versuchen jetzt hier ein bisschen Panic-Shots aus dem Wald. Now you're my everything, I'm a thumping. With a lot of love, with a lot of drugs, then I found you. She liked petty crime, she had green eyes like Mountain Dew. And where she go, I'll never know, her friends bounce to. I guess it's their loss, cause they'll never know. Down for a fella, put a smile on his face. At the end of the day, MDMA helped us fly away. Who'd have known you would save my life? Who'd have known you would fly my kite? Could you tell, could you tell? Could you tell? Could you tell where my head was at when you found me? Me and you went to hell and back just to find peace. Man, I thought I had everything, I was lonely. Now you're my everything. Ich sitze jetzt hier im Schnitt vom Vlog und er ist ein bisschen abrupt geendet, wie ihr gemerkt habt. Es liegt einfach daran, dass am Sonntag der 318 T-Cup dreimal gerestartet werden musste und wir dadurch ein bisschen zeitlich in Verzug geraten sind. Ich hatte Sonntag allerdings noch eine Einladung zum Essen und montags musste ich dann auch wieder früh raus zur Arbeit. Dann ist das ein bisschen hektisch geworden, ein bisschen stressig geworden. Danke nochmal an Alex dafür, der uns kurzerhand ein kleines Media Center zur Verfügung gestellt hat, damit wir noch die Bilder, die rausgehasselt werden mussten, raushasseln konnten und wir pünktlich alles abgeben konnten. Ich rede hier die ganze Zeit von dem Wir. Mit Wir meine ich den lieben Tom und mich. Denn Tom ist jetzt Teil der XG Media Crew. Das heißt im Umkehrschluss, dass die Arbeit ein bisschen aufgeteilt wird, beziehungsweise wir euch mehr Content liefern können und mehr Fahrer und Teams betreuen können. Mehr dazu kommt in den nächsten Tagen im gesonderten Video. Da werden wir euch das alles nochmal ein bisschen erklären und ein bisschen erläutern. Während ihr das Video seht, sitze ich schon wieder in den Vorbereitungen für nächste Woche. Denn nächste Woche steht das erste Rennen der GTC an in Mühlsen. Ich darf Joey diese Saison wieder begleiten. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ich darf diese Saison zum ersten Mal
Mal Leon begleiten, da freue ich mich drauf. Mit Joey ist ein etwas größeres Projekt geplant, dazu kommen in den Tagen aber bestimmt noch mehr. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag und einen wunderbaren Start in die nächste Woche. Und wir sehen uns von Mühlsen wieder. Bis dahin, ciao.